Zurück zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. In der letzten Folge hatten wir Tomoes letzte Mission gemacht und ja, sie ist ja nun weg und damit haben wir die Questreihe abgeschlossen und hatten hier den einen Typen gefunden, dessen mythische Mission wir nicht zu Ende bringen konnten. Zumindest hatten wir keinen Zielort gefunden. Jetzt habe ich mal angequatscht, leider hatte ich das Mikro deswegen aus, deswegen konntet ihr das jetzt nicht sehen. Das ist mir erst später eingefallen, dass das Mikro aus war. Das hat also gar nicht viel Sinn gemacht. Jeweils ging es darum, die Strohhüte zu töten. So, das war eigentlich die Mission. Und ich musste erst mehrere Strohhüte ausschalten, damit diese Questreihe überhaupt aktiv geht, irgendwie. Keine Ahnung. Jeweils sagte er, der Typ wartet auf mich hier und der will ein Duell mit mir und will mich töten. Und er hätte eine dämonische Rüstung, die ihn nicht ermüden lässt, war die Aussage. Und ich würde sagen, das testen wir doch jetzt mal und gucken, ob das auch stimmt. Ob der wirklich nicht ermüdet und ob wir seine Rüstung vielleicht selber bekommen. Wir wissen es nicht. Aber wir werden es erfahren. Fürst Sakai! Endlich! Oh, es ist dunkel, ich sehe hier gar nichts. Der Musikant sagte, eure Rüstung sei dämonisch, Kojiro. Glaubt ihr ihm? Ihr hättet eine Legende bleiben sollen. Oh, ist das dunkel da drin, ne? Die Rüstung sieht scheiße aus, wenn man es Rüstung nennen will. Sieht aus wie Freizeitklamotten. Naja. Mal gucken, ob er da drauf hat. Tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hatte recht. Ihr seid ein Dämon. Seid ihr derjenige, der mich töten wird? Ist es das, was ihr wollt? Na geht doch. Schön, man sieht halt kaum was. Und für ihn darf ich mich jetzt waschen gehen. Oh mein. Guckt euch meine Rüstung an. Ja, habe ich jetzt eine an, sag mal? Och, der hat mich wirklich. Kensei-Rüstung gehört einem Stroh, der könnte Betrüger. Ha? Ach, die kann man noch upgraden. Könnte vielleicht später nützlich sein, die Rüstung. Hm.
Gut. Dann hätten wir das. Und dann, ich meine, so viel Hauptmission haben wir ja, glaube ich, gar nicht mehr. Spielen müssen wir relativ bald in Klammern gesetzt durchhaben. Was haben wir denn hier noch für eine? Verborgener Schnee. Das klingt doch ganz witzig. Gucken wir uns das mal an. Ich will keinen Ärger. Warum rennt er weg? Wer rennt wo will weg, Chris? Mal vorher, was ist denn Dachschaden? Der kann sich auch nicht ganz entscheiden. Oh. Vielleicht war die Maske, wo der vor mich hingeführt hat. Wer weiß. Willkommen in unserem Dorf, mein Herr. Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die Euren vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole, Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab? Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Sota. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. So, mal gucken. Hier stimmt was nicht. Ich sehe mich mal um. Man sieht ja auch, was nicht stimmt hier. Sieht ja alles verängstigt aus, ne? Hier lang, mein Herr, aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte, kommt mit mir. Wie läuft der denn? Jetzt fehlen noch die knallengen Jogginghosen oder Leggings hier und dann wäre es wunderbarer. Diese Leute, die immer so in Leggings, so übelst hautenge Leggings, immer so joggen gehen. Nicht diese Leute, aber es sieht witzig aus. Finde ich zumindest. Und so sah der auch gerade aus. Ach komm, doofe. Warum so geheimnisvoll? Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas. Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Aber ich sah, wie dieser Sota hier vor einigen Nächten herumschlich. Ihr seid mutig, das zu sagen. Versteckt euch und seid vorsichtig. Was verstecken diese Leute? Das ist nicht das, was es aussieht, oder doch? Eine Leiche. Ertrunken.
Denn du? Hier wurde etwas oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Kleidungsfetzen von Frauen. Oh, das sieht krass aus. Blutige Handabdrücke, Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Die haben doch nicht ernsthaft Frauen an die Mongolen verscherbelt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Was geht hier vor sich? Das sind wieder so Nebenmissionen, muss ich sagen, die extrem krass sind. Also die extrem gut gemacht auch sind und extrem von der Norm so abweichen. Das mag ich auch so ein bisschen. Also sehr sogar. Weil es einen extrem überrascht immer, was so alles kommt. Und schockiert. Der Boden ist zugefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer, durch Waffen getötet. So zum Thema, Waffen sind nicht sein Problem. Der Hunger, ne? Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet, ein paar am Leben gelassen. Den Rest entführt. Finden wir raus, wohin. Sie sind dort lang. Was ist das davon? Die Hände sind gefesselt. Sie wollte weglaufen und wurde erschlagen und liegen gelassen. Spuren. Ich gehe wohl in die richtige Richtung. Oh Mann. War richtig. Vielleicht haben sie im Gehöft Halt gemacht. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Tja. Gute Frage. Mal gucken, ob wir sie schleichend töten können. Wenn ich sie wieder komplett verkacke. So. Oje, da könnt ihr ankommen, oder? Hm. Die? Chiharu, du weg! Okay, bis jetzt klappt es perfekt. Psst, bist du leise? Mensch. Hören die anderen denn noch? Also Schleichen macht immer so mega Laune. Komme ich aufs Dach rauf? Stimmt. Oh. Das war eine große Fresse jetzt.
Gesprächspartner. Die kommen hier eh nicht hoch, ist das schön, ne? Hm. Einer nach den anderen werde ich hier töten. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Zum Tevla! Nikun pit den Schluharwad wein! Zum Ter Habas Nistir sein! Wie sah sie da? Ah. Mist, ich geht ja so schön von oben, aber Kettenattentat gemacht. Sind die gerade weg, aber da kommt nicht ran, die sind zu weit. Sumoda! Bertila! Oh oh. In Havas Harvard Bison! Hm. Naja, hat doch funktioniert. Jetzt gucken wir mal, was hier vor sich geht. Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sago überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Ah. Aber viele von ihnen sind tot. Diejenigen, die uns helfen wollten. Wir können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. Ich kümmere mich um die Männer von Sago. Aber was für Arschgeigen, oder Leute? Verkaufen ihre Frauen oder verschenken ihre Frauen an die Mongolen, damit sie in Ruhe haben. Das ist schon... Boah, widerwärtig, wie man so sein könnte. Also ich würde meinen Frau für sowas nicht geben. Da würde ich eher mit meiner Frau zusammen sterben, als meine Frau wegzugeben. Also nee, könnte ich jedenfalls nicht. So eine herzlose, moralische, unmoralische Entscheidung. Gut. Meine Liebe, dann gehen wir jetzt zurück und klären das jetzt einfach alle mal. Und werden die richten, die das zu verantworten haben. Kann bloß sein, dass die Folge heute etwas kürzer wird, aber da ich Kopfschmerzen habe, ist das nicht so schlimm. Muss ja auch nicht jede Folge mal lang sein. Und so viele Folgen haben wir auch nicht mehr, was wir das Spiel, glaube ich, durch haben. Bewohner von Sago, ich bin Fürst Sakai. Verschwindet, sofort! Wie kann ich helfen, mein Herr? Ihr habt gelogen, Sotra. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sago sind frei. Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein, ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt. Sota. Hoppala. Ihr habt ihn getötet. Der Rest von euch. Verlasst Sago. Kehrt ihr zurück. Ergeht es euch wie Sota. Geht. Hab ich ein paar. Oh, hoppala. Was ist hier passiert? Ein Unfall war das. Aber ihr habt gesehen, das war wirklich ein Unfall. Ich wollte Sota töten mit so einem Move, aber ich habe den anderen erstmal niedergemetzelt. Und gut, der eine war eine Absicht, aber trotzdem. Das war jetzt blöd aussehen. Die entführten Dorfbewohner sind jetzt frei. Sie sind in einem Gehöft untergebracht.
Geht zu ihnen. Überall ist es besser als hier. Tja. Oh, halluzinierende Gegner führen anderen Gegner 50% mehr Schaden zu. Das muss ich aber wirklich überlegen. Ach, wenn ich vielleicht nicht einen mehr hätte. Wo war denn? Ach man, ich hab den Namen schon überlesen. Ah, hier. Ach, ich hab den sogar schon doppelt. Was, wenn ich zwei davon drin machen würde, hätte ich den doppelt? Verdoppelt sich das denn? Bin ich sehr gespannt, wie der letzte Kampf mit Kodun Khan wird. Gut. So, meine Lieben, jetzt haben wir nicht mehr allzu viel. Hier haben wir noch zwei Missionen. Da haben wir noch eine. Und dann haben wir noch die Hauptstory. Und ja, vielleicht gibt es hier auch noch ein, zwei Missionen. Gut. So viel dazu, meine Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut. Und machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich weiß nicht, ob wir die mongolischen Gebiete räumen erstmal. Oder ob wir direkt die Hauptmission oder Nebenmission, die Hauptmission nicht, die Nebenmission weitermachen. Die Hauptmission würde ich gerne zum Schluss weiterführen, weil ich nicht weiß, ob sie die letzte ist und ich so eine Angewohnheit habe, dass mir die Nebenmission keinen Spaß mehr machen, wenn ich die Hauptstory schon durch habe. Deswegen mache ich grundsätzlich immer die Nebenmission als erstes, sodass ich mit der letzten Hauptmission quasi das Spiel dann auch abgeschlossen habe. Gut, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.